Hallo Abenteurer und willkommen zurück zu Stasis. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich das aussprechen will. Wir sagen einfach Stasis. Klingt auch ein bisschen nach Stasi. Ja, und so ein bisschen nach Stasi sieht es ja auch aus auf dieser Raumstation. Ist ja nicht auf diesem Schiff, das wir hier, auf dem wir aufgewacht sind. Ich bin übrigens Freelancer, falls ihr mich noch nicht kennt. Und wir schauen uns mal die OP-Protokolle an. Vielleicht geben die ja ein bisschen Rückschlüsse darauf, was hier so passiert ist. So, Produkt Sovel, Chirurg Dr. K. Essels. Schildknochenextrahierung für Sigma Labs, okay. Letzte abgeschlossene Operation vor dem Spec Ops Lockdown. Produktverfall während des Eingriffs. Knochenextrahierung erfolgreich. Solche Anmerkung von Dr. Kessels. Die Neuralbohrer. Ne, der Neuralbohrer kommt schon wieder. Klemmt schon wieder. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn auszuwechseln, wird der Arm eingezogen. Bitte dafür sorgen, dass das Wartungsteam das repariert. Neuralbohrer klemmt schon wieder. Okay. So weit, so gut. Ob die Vorbereitungen öffnen. Anforderungen aus dem Arm auszufahren und das Tool auszutauschen. Okay. Hochgeschwindigkeitsneuralbohrer ausgewählt. Garnentnahme, Hautentnahme, Spinalmarkierung des Produkts. Aha. Da können wir also noch andere Sachen machen. Hautentnahme. Okay. Also das war ja nicht das Wichtige. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon vollständig geheilt sind. Naja, es sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus hier bei uns. Wir schauen uns also erstmal ein bisschen um. Ich bin nicht sicher, ob wir da schon fertig sind. Attention. Due to the threat of external contamination, a security lockdown is in order. Please meet at your closest administration office for further instructions. Okay. Oh. Ja, da können wir nicht durch das. Das leuchtet, aber hier können wir noch entlang gehen. Vielleicht machen wir das auch mal. Okay. Wir wissen es doch noch gar nicht. Oh, oh. Schrei doch nicht so rum. Mein Gott. Also ganz ehrlich, wenn ich auf einem Schiff aufwachen würde, wo es so aussieht wie hier mit Blutflecken und all so einem Zeug, da würde ich ja nicht rumschreien. Okay. Scheint ja echt riesig zu sein, das Schiff. Das sieht hier auch relativ massiv auch alles. Informationsterminal, Fußbodenbeleuchtung. Bodenbeleuchtung ist offenbar Standard auf dieser Ebene. Hier ein Gabelstapler. Der Gabelstapler ist mit einer feinen Staubschicht überzogen und ausgelaufenes Öl hat sich auf dem Boden ausgebreitet. Es ist vor seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Ja. War gerade eben noch was anderes. Verstreutes Papier mit unleserlicher Schrift. Die unleserliche Schrift auf diesen verstreuten Papierstücken deutet darauf hin, dass der Autor ein Arzt oder Wissenschaftler war. Können wir die dann aufheben oder angucken? Nee, können wir nicht. Oder doch? Nee. Okay. Hier können wir weiter, da ist auch zu... gibt's hier irgendwas zu sehen? Security lockdown? Must be why there's nobody here. Maybe they were evacuated. Ja, vielleicht wurden sie evakuiert. Wer weiß das schon? Es gibt nur einen Weg, den wir gehen können. Das ist der hier. Oh, Moment. Geschlossener Frachtaufzug scheint der einzige Ausgang aus dieser Ebene zu sein. Okay. Wir gehen mal weiter. Empty. Fuck, I just... Where the hell is everyone? Diese Hintergrundgeräusche sind ja echt der... Also...
Bildschirm, Notfallglaskasten. Es wäre nett, wenn das jetzt mal aufhören würde. Auf der Mauer, auf der Lauer, habe ich nur gehört. Ich dachte mir so. Are you expecting a beautiful bouncy baby boy or girl? Speak to your nearest administrator for details on our Mob and Tots program. You could win an all expenses paid vacation to Titan. Die Stolpposter sind völlig abgenutzt, das Stoffmuster nicht mehr erkennbar. Ernsthaft, der setzt sich jetzt dahin? Breathe. If you're alive, and so are they. Na, ob das wirklich so ist? Ein Baum? Der tote Baum steht kahl in der Ecke des Zimmers, umringt von trockenen Blättern. Na, ich hoffe, ihr hört mich noch, trotz der ganzen Hintergrundgeräusche. Notfallglaskasten. Von einem Zettel im leeren Notfallkasten steht, wegen Budgetkürzung wurde die Feueraxt durch diesen Zettel ersetzt. Schönen Tag noch. Nee, die Glasscherben. Okay, Bildschirm. Informationsfetzen laufend zuckend über den Wandmonitor. Also es kommt von dem also auf jeden Fall. Hier gibt es noch eine Schreibtischlampe, ein Funkgerät. Stuhl, dunkle Monitore. Okay, Schreibtischlampe. Okay, Admin-Computer. Was haben wir denn hier für Sachen? Oh, es macht es einem echt schwer, ne? Robert Freely, allgemein Verwaltungsoffizier. Sicherheitssysteme. Vor 14 Tagen hat uns Security gesagt, dass sie die Lockdown-Systeme neu verkabeln. Deshalb müssen wir uns 14 Tage lang damit rumschlagen, dass die Systeme unvorhersehbar ausfallen. Vor 2 Tagen war Peters im Klo eingeschlossen und es wurde geflutet. Wir konnten ihn erst heute rausholen. Ich bin bloß froh, dass das nicht letzten Dienstag passiert ist, als er in der Hydrokultur das Problem mit den vergifteten Pilzen gab. Sonst hätten wir die Wände in den Transitaufzügen bis zu dem Klos auf der Besatzungsebene neu streichen dürfen. Also ganz erhebliche Probleme hier. Das Wartungsteam war endlich hier unten, um die Lockdown-Systeme neu zu verkabeln. Es funktioniert alles, abgesehen davon, dass sie irgendwas mit dem System vom zentralen Produkttrager über Kreuz geschaltet haben. Jedes Mal, wenn ein Leck in der Lagertanks gemeldet wird, startet das System neu, anstatt das Leck automatisch zu versiegeln. Nichts, was wir nicht kurzfristig hinkriegen können. Ich weiß, es wird ewig dauern, bis wir die CSO wieder hier runterkriegen, um das zu reparieren. Beschwerde vom neuen Arzt. Der neue Arzt, was wahrscheinlich dafür ist, die Produkte zu knacken, hat sich über den Chirurg, den Chirurgie beschwert. Aha, irgendwas mit dem Werkzeugauswahl. Ich habe ihm gesagt, dass er einfach eine Beschwerde anreichen und hoffen soll, dass sich etwas tut. So wie alle anderen auch. Es war nicht gerade begeistert. Er war nicht gerade begeistert. Neue Personalanfrage. Ich habe mit Sarah Salvatore, einer Krankenschwester im Produktlager, darüber gesprochen, neues Personal zum Öffnen von der neuen Staatsbehörde zu beschaffen. Oh Gott. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Die letzte Krankenschwester hat wegen emotionaler Belastung gekündigt. Ich nehme an, sie hatte einen Zusammenbruch, als sie den letzten Pott geknackt haben und ein Kind darin war. Oh, oh. Das könnte ja unsere Tochter gewesen sein. Mitteilung aller allgemeinen Crewmitglieder. Lockdowns. Nur eine kurze Erinnerung, dass das Lockdown-System immer noch mit der Lagertanks verbunden ist. Wenn das System sich runterfährt, könnt ihr einen Leck simulieren, dann startet es neu. Aha. Toiletten. Die Toiletten funktionieren jetzt ordnungsgemäß. Wie das kommt nach 4 Schicht durchlaufen zurück zum Dienst. Zurück. Produktlagersicherheit. Oh mein Gott. Wartungsbüro-Tür entriegelt. Wartungsbereich zu verriegelt. Okay, da kommen wir nicht rein, da müssen wir den Wartungsbereich dahin. Und Hauptlastenaufzug. Das funktioniert nicht, okay. Aber wir können jetzt in den Wartungsbereich, wo auch immer der ist, auf jeden Fall weg von hier. Mal kurz hier hin, können wir da irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Komm, wir gehen mal aufs Klo. Die scheinen ja wieder zu funktionieren. Man kann hier übrigens auch sterben in dem Spiel. Habe ich das schon erwähnt?
Und da wir noch überhaupt nicht wissen, was hier überhaupt vor sich geht, Waschbecken aus Metall, Toilette, wir könnten aufs Klo gehen, tatsächlich. Mal die Waschbecken an. Wasser läuft noch. Toilette. Jetzt hat er sich in die Toilette gegriffen, wa? Nasses, dreckiges Handtuch. No, that won't work. It doesn't work like that. Und hier? Ist da vielleicht auch noch irgendwas Nettes drin? Good to know the important stuff keeps on working. Hier? Okay, da testet er auch nur die Spülung. Ja gut, dass wir hergekommen sind. Wir haben jetzt immerhin ein nasses Tuch. Wofür wollen wir das brauchen? Wie gesagt, es ist ein Adventure, also... Wir werden hier kombinieren müssen und alles. Hier geht's raus. Ah, das hier ist der Wartungsbereich. Der ist jetzt offen. Und von... Warning. Air filtration system offline. Toxicity increasing to dangerous level. Okay, vielleicht müssen wir hier irgendwas umdrehen. Können wir das vielleicht mit dem Tuch irgendwie bewegen? I don't think that'll work. Nee. Weißt du, wir kommen hier nicht mehr raus wegen der Toxizität. Kann das sein? Oh, da steht was über die Pressure Regulation. Das hätten wir vielleicht uns anschauen sollen. Smell. It's sweet. Okay. Hier liegt ein PDA. Durch das Logs von Abe Ryan, Flugzeugingenieur erster Klasse. Schauen wir uns das mal an. 5. Oktober. Andrew hier. Es ist etwa 6 Uhr morgens. Ich bin total erschöpft. Das ist also das fortschrittlichste wissenschaftliche Forschungsschiff, das es gibt. Bullshit. Ich bin erst seit 3 Monaten hier und weiß schon, warum mein Vorgänger gekündigt hat. Platzerteinrichtungen, Dampfentlüfter, Schutzschalter, alles hat mindestens einen erheblichen Konstruktionsfehler. Es ist nicht nur so, dass die Kühlsysteme ausfallen können. Nein, es können mindestens 4 verschiedene Fehler auftreten und ich kann nur 2 davon vorher erkennen. Das Schiff ist seit 50 Jahren auf Achse und keiner hat sich bemüßigt gefühlt, mal ein Update vorzunehmen. Und was haben wir jetzt davon? Die Gehäuse sind schottig und es wird eine Arbeit von Monaten sein, um sie hundertprozentig sicher zu machen. Außerdem habe ich mir den Muskel in den Schulter gezerrt, als ich versucht habe, das Druckablassventil zu drehen. Das Scheißteil muss 3-mal gedreht werden. Okay. Hier... Sims hat sich freiwillig als Forschungsobjekt gemeldet und seit er aus den Labors zurück ist, ist er einfach nicht mehr derselbe. Ich will nicht der Security melden, aber ich werde ihn im Auge behalten. Scheiß Forschungsabteilungen können die nicht Affen benutzen, wie alle anderen auch. Weiter. Die von C-Sec hat mich in den letzten Winkel am Arsch vom Schiff geschickt, um die Flüssigkeitsspeicher zu reparieren. Schon wieder. Ist noch nicht lange her, da hatten andere von den Dingern eine Fehlfunktion und haben diesen Säurescheiß überall versprüht. Die Schleusen gingen zu und die komplette Wartungscrew hat sich buchstäblich verdünnisiert. War nur noch Zähne von ihnen übrig, ich gehe nicht in so ein Einmachglas nach Hause. Also habe ich die Sperre vom Sicherheitssystem lahmgelegt. Wenn das Ding nach auch nur dran denkt, Säure in meine Richtung zu pissen, setzt das System alle Sicherheitsplätze zurück. Sicherheit geht vor. Na, guter Mann. Warte mal, war das alles? Okay, aber sie müssen das Teil 3-mal drehen, so viel wissen wir jetzt. Leeren Stichcodes versehenen Kisten wurden unordentlich an der Wand aufgestellt. Systemausfallbildschirm. Auf dem Überwachungsbildschirm steht Systemausfall, bitte kontrollieren Sie Abe Ryan, Ingenieur Ebene 1. Okay. Also. Können die aber jetzt auch nichts dran machen, ne? Okay. Also wir müssen 3-mal an dem Teil drehen. Es bewegt sich aber im Moment noch gar nicht.
habe schon Angst, dass ich jetzt schon feststecke. Come on, old man. Also, hat sich das jetzt gedreht? There you go. Okay. Die Frage ist, was hat das jetzt genau gebracht hier drüben? Ist jetzt vielleicht irgendwas wieder möglich? Da waren ja Flüssigkeitsbehälter. Können wir jetzt hier irgendwie was mehr machen? Oder können wir jetzt den Frachtfahrzug anschalten? Vielleicht war es das ja schon. Wir schauen mal rüber. Ich meine, noch ist ja hier alles okay, ne? Wir sind hier ja auch eingeschlossen. Okay, gut, Lagersicherheit. Wartungsbüro oder Wartungsbereichstür? Oder müssen wir hier irgendwie... Moment. Oder sehen wir hier irgendwo irgendeine Tür nicht, die eventuell doch noch da ist? Ich weiß gar nicht, ob es so etwas wie eine Hotspot-Anzeige überhaupt gibt. Also ich gehe mal davon aus, dass das da der Wartungsbereich ist, ne? Und da müssen... Nee, drehen können wir an dem Teil ja jetzt auch nicht mehr. Wir gehen doch mal hier hin. Hier muss doch noch irgendwas mehr sein als nur der PDA. Gibt's hier denn nicht irgendwo irgendeine Konsole? Okay. Ich meine, irgendwas haben wir doch jetzt... Irgendwas haben wir doch jetzt gemacht mit diesem Ablassen da. Er hat ja gesagt, er hat das schon längst machen müssen. Komm, wir gehen mal zurück in den anderen Bereich. Vielleicht hat sich da jetzt doch irgendwas geöffnet. Oder... Ist hier noch irgendwas? Ich muss schon sagen, die Atmosphäre ist sehr bedrückend in dem Spiel. No power, that's not gonna work. Ah, okay. No power. Und wir gehen mal da hoch. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Weil irgendwo müssen wir doch jetzt das Gas jetzt irgendwie abgestellt haben. Hier kommen wir immer noch nicht rein, oder? Hallo? Gehen wir nochmal hier kurz hin. Bin ein wenig ratlos jetzt schon. Und hier können wir theoretisch vielleicht auch noch irgendwas neu verkabeln. Lebenserhaltende Maßnahmen könnten wir anschalten. Ja, das ist ja der überhaupt mal Strom. Emergency life support active. Vielleicht ist es ja das hier. Ändert das irgendwas?
Atmungsgerät. Vielleicht da? Nee. Chirurgievorhang. Ja, das Ding funktioniert jetzt auch nicht mehr. Immer für chirurgischen Abfall. Das kann er sich auch nicht anschauen. Chirurgische Ausrüstung, Dogmate-Scanner. Eine Lebenserhaltung klingt ja an sich eigentlich nicht schlecht, ne? Gehen wir nochmal da durch. Dadurch, dass man den Sound nicht einstellen kann, klingt das auch die ganze Zeit so unheimlich laut auf den Ohren. Hier sind auch nirgendwo irgendwelche Türen. Und wir gehen nochmal hier hin zurück. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Okay. Hier können wir aber auch nichts machen. Ganz vergessen, dass wir ja hier nochmal diesen Zwischenraum hatten. Okay. Ich denke, hier sieht nicht so aus, als könnten wir hier irgendwas machen. Versucht da runter, überall runter zu kommen, aber ich bin jetzt im Moment wirklich ein bisschen. Ich meine, wir haben eine Glasscherbe. Nee, sich selbst schneiden ist wohl keine Option. Stehender Ventilator. Nah, that's ridiculous. Leere Injektionsspritze. That's just crazy. Ja, ich bin schon wieder so weit, dass ich jetzt versuche, hier irgendwelche Sachen einfach so zu verwenden. Vielleicht können wir die Flüssigkeitsbehälter ja irgendwie öffnen mit dem Glas. Ja, vielleicht sollten wir das mal versuchen. Ich meine, wir haben ja. Okay, John, just breathe. Just stay calm and breathe. Ja, du sagst es. Schön ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Wir gehen nochmal hier hin. Irgendwas muss das doch bewirkt haben, dass wir das hier abgedreht haben. Komm, wir lesen das nochmal. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Schiff hier. Es gibt, kann nur zwei davon erkennen. Schiff ist seit 50 Jahren. Moment, das steht auch hier irgendwo. Mission ist sicher zu machen. Außerdem habe ich mir den Muskel in der Schulter gezeigt, als ich versuche, das Druckschlussventil zu sehen. Das Druckablassventil. Das Scheißteil muss dreimal gedreht werden. Tja, okay, aber wo lässt das Teil den Druck ab? Flüssigkeitsspeicher zu reparieren. Schon wieder, es ist. Das müsste doch hier sein eigentlich. Fehlfunktion und haben diesen Steuerscheiß überall versprüht. Schleusen. Funktion der Wartungsgruppe hat sich buchstäblich modernisiert. Sperre und ich habe es in Lahm gelegt. Ich gehe nicht in so einem Einmalglas nach. Sperre vom Sicherheitssystem lahmgelegt. Vielleicht müssen wir da in der Verwaltungskonsole nochmal irgendwas ändern. Ich denke, das werden wir als nächstes versuchen. I think that'll just break it. Ja, komm, vielleicht putzen wir das ein bisschen. Oder da können wir davon eine Probe entnehmen. I can try to make it fit, but it may break. Okay. This isn't gonna work. Okay, dann gehen wir mal. Es wird ja echt nicht gesagt, was oder wo der Druck abgelassen wird. Geh mal hier rüber. Und
Anti-Admin-Konsole. Nee. Okay. Das war etwas eigenartig, Verwaltungsterminal. Nee. Auf dem Klo? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt irgendwas... Oder haben wir jetzt hier den Druck abgedreht? Nein, offensichtlich nicht. Jetzt sollten wir das dreckige Tuch mal... Komische Geräusche. Ja, jetzt haben wir in dieser Folge zwar nicht besonders viel geschafft, aber sie ist eigentlich schon wieder vorbei. Ich bin ein wenig ratlos, was wir jetzt machen müssen. Naja, wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir irgendwas finden, was uns weiterbringt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Freelancer.